Ich habe hier zwei Halbkugeln, die heißen Magdeburger Halbkugeln. Nach der Stadt Magdeburg wurde das Experiment 1657 von Otto von Guericke zum ersten Mal durchgeführt wurde. Mit diesen beiden Halbkugeln schauen wir uns jetzt die Wirkung des Luftdrucks bzw. von Vakuum an. Die beiden Halbkugeln, die passen aufeinander und die haben hier eine Dichtung, die die Sache nachher abdichtet. Außerdem haben die beiden einen Griff, das dient einfach nur zum Halten. Und diese eine Halbkugel hier, die hat hier noch einen Auslass. Über diesen Auslass kann ich die Luft rauspumpen. Hier ist ein Hahn. Das heißt, wenn ich die Luft rausgepumpt habe, kann ich den Hahn hier zumachen. Dann ist dieses System dicht, ohne dass die ganze Zeit eine Pumpe dranhängen muss. Hier habe ich eine Drehschieberpumpe. Die macht einen Unterdruck von etwa 10 hoch minus 2 Millibar. Und die schließe ich jetzt einfach mal hier an. Dann halte ich diese Halbkugeln zusammen, sodass die aufeinander passen, und mache die Pumpe an. So, der Hahn ist jetzt offen, das heißt, die Pumpe, die pumpt momentan die Luft aus dieser Kugel raus. Wir müssen kurz warten, bis der Unterdruck gut genug ist. So, ich denke, das reicht. Ich mache jetzt hier den Hahn zu und dann kann ich hier nämlich einfach die Pumpe ausmachen und hier diesen Schlauch abziehen. Und jetzt sehen wir, dass diese beiden Kugeln zusammenhalten. Ich kann da jetzt dran ziehen und ich kriege diese beiden Kugeln nicht auseinander. Ich kann sie zwar gegeneinander verdrehen, das geht gerade so, aber ich kann sie nicht auseinanderziehen. Das heißt, der Luftdruck, der äußere Luftdruck, der drückt diese Kugeln jetzt von außen zusammen und das so stark, dass ich keine Chance habe, mit der mir zur Verfügung stehenden Kraft diese Kugeln jetzt hier auseinanderzuziehen. In der Vorlesung ziehen wir als zu zweit dran. Hier bin ich jetzt leider alleine, aber das Ergebnis ist das gleiche. Ich kriege diese Kugeln nicht auseinander. Weil ich das mit meiner alleinigen Muskelkraft ein bisschen wenig beeindruckend fand, habe ich mal noch meinen Hubwagen aus dem Keller geholt. Und ich habe diese Magdeburger Halbkugeln hier im abgepumpten Zustand jetzt an diesen Hubwagen dran gehängt, mit dieser Schnur. Unten an die Halbkugeln habe ich zwei Gewichte gehängt, ebenfalls mit einer Schnur, nicht schön, aber funktionell. Und jedes dieser Gewichte hat eine Masse von 15 Kilogramm. Mit dem Hubwagen ziehe ich jetzt dieses ganze System nach oben und wir schauen, ob diese 30 Kilogramm in der Lage sind, die Magdeburger Halbkugeln auseinanderzuziehen. So. Also die Halbkugeln sind noch zusammen, aber die Schnur ist ab. So, in dem ersten Anlauf ist mir leider dieses obere Seil hier durchgerissen. Das hat die 30 Kilo dann wohl nicht ausgehalten. Ich bin jetzt zu so einem etwas stärkeren Seil übergegangen. Ich hoffe, dass die Schnur diese unteren 2x15 Kilo hält, denn sonst muss ich erst nochmal schauen, ob ich von diesem grünen Seil irgendwo noch was finde. Also ich pumpe das jetzt hier nochmal hoch und ist vorsichtig. So. Und dann sehen wir, ganz vorsichtig, dass beide Gewichte abheben.
Das heißt, auch 2x15 Kilo sind nicht in der Lage, diese beiden Halbkugeln auseinanderzuziehen. Man kann ausrechnen, dass bei einem normalen Luftdruck, bei dem Umfang dieser Kugeln und bei einem perfekten Vakuum in den Kugeln man etwa 80 Kilogramm unten anhängen kann, bevor die Kugeln auseinandergezogen werden. So, ein letztes noch. Wenn ich das jetzt hier abmache und dann hier diesen Hahn aufmache, dann gehen die Halbkugeln natürlich wieder auseinander.